Ja, hallo Taschenmesserfreunde, vor allem Freunde französischer Taschenmesser. Ja, heute können wir uns hier nochmal ein neues Modell vom Messermacher Lavalier Remy anschauen aus Frankreich. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich habe immer so ein bisschen Probleme mit den französischen Namen. Ein extrem guter Messermacher. Da hatten wir schon mal eins hier auf dem Kanal. Das hier, sage ich mal, so Taschenmesser. Ja, für richtige Männer, die, sage ich mal, die Federspannung mögen, die man als auch beim Güdi seinen Grand Forcé hat. Das ist hier ähnlich stark. Ne? Das sind also Slip Joints mit einem extrem hohen Verarbeitungsqualität und einem wunderschönen polierten, ja, das sieht aus so wie so ein Burlap-Micarta, ne? So ein Kartoffel-Jute-Micarta, richtig schön in kräftigem Dunkelbraun gehalten, schön mit diesen hochglanzpolierten Nieten, durchgängige Edelstahl-Rückenfeder, Platin-Bolster und hier mal ein klassisches Modell mit einer Klinge aus Carbonstahl. Das ist jetzt einmal, ich muss hier nachgucken, das ist ein XC100. Gut, sagt mir jetzt auch nichts, aber man kann einfach nicht alle Stähle kennen. Ein XC100 Stahl. Aber was mir natürlich gefällt, ist erstens, das sind so richtige, ihr müsst mal hören. Das ist eine Feder, mein lieber Chardet, würde ich da sagen. Ne? Die hält, ne? Also bei der Federspannung brauchst du schier keine Verriegelung. Und ich finde halt beim Lavalier Remy seinen Messern, diese Klinge ist richtig nice geformt. Richtig schön. Hier so das Geradlinige und dann vorne wird sie noch leicht bauchig und oben diese Swatch dann noch. Keine geschwungene, ne? Keine so Bowie Clip Points, sondern ja, einfach nur eine gerade. Aber richtig schön längs satiniert, wunderbar gemacht. Logo auch super dezent hier in der Ecke. Ich hoffe, man kann es erkennen. Die Lichtverhältnisse sind hier halt zum Filmen super optimal, aber ich hoffe, es geht. Und das ist ein richtig schönes, ja, halt klassisch aufgebautes Slip Joint Taschenmesser auf echt super hohem Niveau. Ne? Wenn man mal schaut, wie hier noch mit Winkel gearbeitet wird und wie diese Micarta-Griffschale hier also absolut spielfrei passgenau da eingesetzt wird, das ist schon. Also der Mann beherrscht seine Werkzeuge. Das ist schon feinste Handwerkskunst, ne? Sogar von innen polierte Platinen. Das Ding glänzt da drin. Irre. Total hier der Übergang aller Teile absolut spielfrei. Da hast du wirklich nichts. Da spürst du nichts beim Drüberfahren. Das ist wie aus einem Stück Stahl. Keine Kanten, keine Übergänge, keine Luftspalt, nichts. Da siehst du kein Licht durch. Das sitzt absolut alles passgenau wie aus einem Stück. Und das Ding hat noch eine tolle Handlage. Und dann diese Klingenform. Ich habe so das Gefühl, wenn die Klinge nach vorne nach bauchig noch ein bisschen, ein bisschen höher wird als hinten, das ist richtig schön gemacht. Die Swatch. Also allen in allem eine tolle Modellserie. Natürlich nicht günstig, solche Custom-Einzelstücke, die auch hier noch total in Handarbeit hergestellt werden. Also, das ist schon so ein Ding, kauft man sich nur einmal im Leben. Und ich denke, so gut wie das verarbeitet ist und so schön kannst du das wahrscheinlich auch ein Leben lang als Everyday Carry Knife verwenden. Wenn du auf sowas Dezentes stehst, ne? Ohne Clip, ohne taktisch, ohne jetzt irgendwie Carbon G10 oder irgend sowas, schön in einem Lederetui in die Hose immer dabei haben. Vom Öffnen von Verpackungen bis zur Mittagspause, dein Vesper oder nach Feierabend beim Grillen das Steak. Oh ja, läuft super fein aus.
Ja, wunderbar. Aber halt in dem Fall mal ein Modell mit Carbonstahl. Das gibt es halt vielleicht im Lauf der Zeit. Und je nachdem, wenn du mal Früchte damit schneidest oder Säure, was auch immer, wahrscheinlich halt irgendwann mal eine Patina auf diesem Stahl. Aber das ist dann halt für jemand, der sagt, okay, das Messer, das lebt mit mir, das wird verlebt, das kriegt irgendwann Spuren. Das ist dann halt kein pulvermetallurgischer M390, der wahrscheinlich in 10 Jahren immer noch so aussieht wie heute aus der Verpackung. Das Ding wird halt irgendwann mal sich verändern, ja. Aber ich finde, dann hat es ja auch was für sich. So ein feiner Carbonstahl, der dann ja, einfach mal ein bisschen Patina kriegt, ne? Ich hatte immer eins, was war das? O1, O1, ja. Der reagiert super mit Fruchtsäure. Ich habe natürlich jetzt keine Ahnung, wie extrem sich jetzt so ein XC100 verhält. Da gibt es ja manche Stähle, die haben da verändern sich schneller als andere oder kriegen stärkere Patina oder Regenbogenfarben. Der O1 von mir, wo ich male, der hat richtige Regenbogenfarben gekriegt, wo er mit Fruchtsäure in Berührungen kam. Aber ich denke, wenn man da ab und zu wieder mal mit einem Ballistoltüchchen drüber geht, gerade wenn man es dann irgendwie mal in der Küche beim Essen oder sonst was verwendet hat, ja, danach halt wieder mal sauber machen, ein bisschen mit Öl drüber. Oder wenn du es permanent zum Essen verwendest, dann einfach mit einem, ja, Lebensmittelöl. 2 Tropfen auf die Klinge abwischen und gut ist. Und mein Gott, und wenn es nach ein paar Jahren ein paar Flecken oder Patina hat, gehört zum Leben dazu. Wir werden auch nicht jünger. Okay, Freunde. Wunderschönes Messer. Lavalier Remy. Naja, okay, das mit dem Namen müssen wir nochmal üben. Ja, schönes Messer. Hier habe ich ein schönes Adrian Giovannetti mit Schlangenholz. Auch nice. Ja, man sieht, es muss nicht immer aus Frankreich ein klassisches Laiol sein. Es gibt so schöne, viele Alternativen hier von den jungen Wilden, wie ich sie immer nenne. Ein paar echt hier gute junge Messermacher, die einfach mal ihren eigenen anderen Weg gehen und warum auch nicht auch hier sogar schön mit Feilwerk in der Rückenfeder. Auch nice. Sehr dünn, sehr schlank. Kann man sogar mal in einen TFT EDC WLT packen. Hier. Ist nämlich unten so kompakt, dass das geht. Muss so sagen, so, komm, guck zwar oben ein bisschen raus, aber ist na, in der Hosentasche, dann sparst du dir das Etui tragbar. Okay, Freunde, das war's. Kurzes Video hierzu, obwohl meine Videos, ich schaffe es als selten, dass sie kurz werden. Ne? Aber egal, was soll's. Ciao, Freunde, macht's gut. Bye, bye, bis zum nächsten Mal und viel Spaß mit euren Messern. Egal welche, immer eins dabei haben. Ciao.